hier ist der Tobi, wir sind hier wieder auf der Wiesn. Wir stehen hier vorm Tobogan, eins der ältesten Fahr- bzw. Rutschgeschäfte, trifft es eigentlich eher. Der Tobogan ist eigentlich von den Eskimos erfunden worden, um Sachen über Eis und Schnee zu transportieren. 1933 hat es dann die Familie Konrad auf die Wiesn gebracht. Seitdem bauen die das eigentlich jedes Jahr unverändert hier auf. Und das ist genau die richtige Herausforderung für den Held und mich, weil das Gefährliche dran ist eigentlich das Raufkommen und nicht das Runterkommen. Aber das seht ihr gleich selber. Also ihr habt es selber gesehen, ich glaube, mehr muss ich nicht sagen, absoluter Heldenblick für den Tobogan. Also der Helm ist ja erstklassige Sache und ist auch für den Tobogan gut geeignet. Kann man nur weiterempfehlen.